Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem schönen, schnellen, actionreichen und informativen Let's Play. Heute machen wir erstmal weiter. Ich glaube, ich war zu langsam diesmal. Gut, genießen wir einfach diese Ausfahrt noch mit der Viper 2013. Juhu, okay, ab geht die Post. Weiter, komm. Come on, wir wollen weitermachen. Start, weiter. Ich habe natürlich wieder ein Thema. Ein Thema, was diesmal von euch kommt, nicht von mir. Also es gab einige Köpfe, die sich hingesetzt haben und sich gedacht haben, Mensch, ich habe da was, das interessiert mich brennend, wie da die Meinung vom Tom dazu ist. Und natürlich gebe ich da heute jetzt in der einen Stunde Horizon, die wir vor uns haben, Rede und Auskunft. Wir haben auch ein Auto, was, ich weiß nicht, wie oft sich schon gewünscht wurde. Und ich glaube, ich kann mich sogar noch an den Kommentar erinnern. Ich versuch's mal wieder, oder ich gebe nicht auf, jetzt erst recht, so nach dem Motto. Und siehe da, der Kommentar hat so viele Leute überzeugt. Der Wagen gewann mit haushohem Vorsprung. 5000 Kilometer, hier unsere kleine Nähmaschine noch. Oder sagen, das sah doch vorhin ganz anders aus. So, wir gehen erstmal Auto kaufen. Bevor wir hier irgendwas Großes machen, bevor ich beim Thema anfange, gehen wir erstmal ein Brummbrumm kaufen. So wie gewohnt eigentlich schon. Paintshop. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Na, der Gegenschwung ist immer noch nicht ohne hier. Perham. Race Central. Alles uninteressant. Aber also wieder dran gewöhnen hier. Hier wollen wir hin. Autosaloon, ne? Autos verkaufen, aber wir haben so viel Geld auf der hohen Kante, brauchen wir nicht. Heute, liebe Leute, schauen wir wieder nach Japan. Nach einer wirklichen Legende. Nach einer Legende, habe ich gesagt. Tja, jetzt ist die Frage, gibt's hier, der Honda NSX wurde sich gewünscht. Ich gucke aber mal, ob es Mugen als Fahrzeughersteller hier noch gibt. Das glaube ich aber fast nicht, dass der drin ist. Ne, ist nicht drin. Gut, diese Fall gibt es nur den Honda NSX. Den stinknormalen, in Anführungszeichen. Bei Forza 4 gab es ja verschiedene Hersteller. Da gab es ja nicht nur den GT, die Rennvariante, sondern es gab ja auch den normalen. Also ohne diese riesen Lufthutze hinten drauf. Aber wie es aussieht, GT ist gefragt. Und diesen Wagen, den schauen wir uns gleich mal ganz genau an. Das Thema, was sich übrigens der Martin gewünscht hat. Yeah. Gehen wir mal eine Runde ums Auto rum. Wo natürlich bleibt er nicht so. Aber das Heck, das sieht schon böse aus. Zeitlos, würde ich mal sagen. Der originale NSX hat ja 280 PS, 6-Zylinder-Motor. Ich gucke gleich mal nach, wie viele diese Variante hier hatte. Sieht schön aus, ein Rechtslenker erwartet uns. Kaufen wir, her damit. So. Honda NSX. GT. Da gibt es ja bestimmt wunderschöne Infos. Genau. Übrigens, meine ganzen Auto-Infos, wir wollen natürlich zurück, bekomme ich alle von Wikipedia. Also ich setze mich da hin und gucke da so ein bisschen und da finde ich dann meistens irgendwas. NSX1, NSX NA2, weitere Modellvarianten, bla 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 und so weiter und so fort. Es gibt da auch eine neue Auflage vom NSX. Es gibt auch Rennvarianten, die waren eigentlich überall vertreten. Ach, Leute, wo sind wir denn hier? Das Modell hast du nicht gesehen. Das ist ein 6-Zylinder-Motor mit 3,2 Liter Hubraum. Sehe ich das richtig? Mit 3 Liter Hubraum. Genau, 3 Liter Hubraum, 6 Zylinder. Also gucken wir, dass wir das Auto... Nein. Das geht schon wieder los. Dass in jedem Spiel die Tasten anders sind. Ja, typisch japanisch, ne? Schlicht, Plastik, fertig, geht. Hört ihr das? Wuhu, okay. Also diesen Klang, der hier drin steckt, den müssen wir auf jeden Fall rausarbeiten. Das geht nicht anders. Cockpit endlich mal übersichtlich. So, Doug, mein Freund, hey, der Sonne. Helfen? Du kannst uns helfen, nämlich Teile. Handschuhe, Teile, Öl, hol alles ran, was du kriegen kannst. Maximales Drehmoment 298 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 270 km/h. Mehr als ausreichend für ein Auto, was immerhin aus dem Jahre 1997 stammt. Also das Auto hat schon einige Jährchen auf dem Buckel, aber sieht man nach wie vor ab und zu mal. Gut, ich glaube, hier geht's zur Forza-Spoiler. Traurig.
Traurig. Aha. Warte mal. Ich sehe den Unterschied. Ich sehe den Unterschied. Nicht. Warum soll ich sowas draufpacken, damit wir langsamer sind? Ja, bleibt mal halt vom Bodykit original. Finde ich echt traurig, Leute, weil gerade für den NSX, es gibt so viele Bodykits. Ach, Leutchen von Turn 10. Ist er nicht Turn 10, ist er Playground Games. Und ich muss sagen, ich freue mich, je mehr ich Horizon spiele, umso mehr freue ich mich einfach auf... Oh, das ist Pflicht. Auf Forza 5. Weil ich da genau weiß, da ist Turn 10 wieder am Dings dran. Warte mal, schauen wir erstmal unter der Haube, weil das ist ein Saugmotor eigentlich. Aber nur um sicher zu gehen, dass ich hier keinen Blödsinn labere, ja, das ist ein Saugmotor. Wollen wir den auf VTEC lassen? Oder wollen wir da ein Turbo drauf packen? So, tschu, 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 tschu. Wohl Mittelmotor, bin mir echt nicht sicher. Wir lassen erstmal, wir fangen mal ganz normal an. So, Tom, ganz ruhig. Wir fangen mit dem Standardprogramm an. Das heißt, Kupplung, wichtig. Getriebe, wichtig. Gut, hier verlieren wir einiges. Wir gewinnen aber nicht bei der Beschleunigung, sehe ich hier gerade. Also bei der Endgeschwindigkeit gewinnen wir nicht. Da würde ich mal sagen, wir lassen das drin, damit wir einfach ein bisschen mehr nach vorn kommen. Antriebswellen leicht. Diff extrem versperrt. Gut. Tiefer. Bremsen. Ganz wichtig. Wer was schnell ist, muss auch schnell wieder bremsen können. Ein bisschen tiefer können wir gehen. Wir verlieren ein bisschen beim Starten. Warum eigentlich? Ja, weil die Hinterachse natürlich auch steifer wird. Und wenn das Auto, wenn du Gas gibst, sinkt das Auto ja hinten ein. Ne? Und wenn da nichts ist, was einfedern kann, dann haben die Reifen auch relativ viel, dann entwickeln sie halt Schlupf schneller. Müsst ihr mal schauen, bei den ganzen Funny Cars und so, gut, die haben halt hinten meistens den, die Rollbar drauf, das heißt, dass sich das Auto nicht aufstellen kann. Die Rollbar dient dazu, dass das Auto halt hinten nicht einsinken kann, großartig, dass es einfach wie so nach vorn schießen kann. Genau, bauen wir auf jeden Fall drauf. Aber bei manchen, bei so ganz normalen Autos, da siehst du halt, dass sie hinten verdammt weich sind, damit einfach die ganze Masse einfach nur einfedert und die Karre richtig nach unten drückt. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, so wie ich es jetzt gemeint habe. Frontstabi, lassen wir heute mal raus. Heute ist mal Tag der frontstabilosen Fahrer. Den Sitz lasse ich drin. Die paar Kilo, so schwer ist er nicht. Überall Käfig lasse ich draußen. Wollen wir mal nur hinten? Ne, hinten ist auch blöd. Hinten muss er bitte mitlenken. Und jetzt geht's rein auf den Motor. Luftfilter. Rennansaugkrümmer. Ich glaube, den lasse ich mal Turbo los. Wir müssen ja nicht alles zwangsbeatmen. S700 sollte mal hinkommen. Ja, Nockenwellen beim Sauger extrem wichtig. Extrem. Hubraum würde ich mal sagen, dann lass mal auf 3,2 Liter. Obwohl 3,4 ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, komm. 3,4 Liter, die Rennkolben natürlich passen dazu. Ölkühlung auch sehr wichtig. Und dann sind wir doch schon. Gut, er wird höher gehen als S700, weil wir haben noch keine Felgen drauf. Und da würde ich jetzt sagen, wir packen hier auf jeden Fall mal solche Reifen drauf. Vorn nicht ganz Maximum, wie gewohnt eigentlich. Vorn nicht extrem, hinten dafür alles. Weil wir haben ja Heckantrieb und Mittelmotor. Und hier können wir jetzt mal schön 5-Sicken. Irgendwas Goldenes würde ganz gut aussehen. Das hat doch was. Leute, die ersten Felgen werden diesmal genommen. Fertig. Ein bisschen größer vielleicht. 18er und hinten vielleicht 19er. Gefällt mir jetzt schon, wie er ist. Ich will da gar nichts mehr verändern. Gehen wir mal drum rum. Hat doch was. Okay, wir gucken uns den von draußen an. Ihr habt recht, man sieht sowieso nichts. Demzufolge gehen wir jetzt einfach raus und schauen wir uns das Auto nochmal von draußen an. Wir gehen auch trotzdem mal zum Lackierer und schauen da mal nach, was es da so alles gibt. Die Scheunenfunde kommen auch noch dran. Keine Sorge, Leute, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und heute ist es auch wieder mal dran, PR-Stunts. Ja. Da habe ich ja jede Menge Tipps von euch bekommen. Angefangen von Tom, denk einfach um und fahr einfach hinten die Zäune kaputt. Allein das bringt schon mal einen Haufen Punkte. Dann zweiter Gang, lassen drin, drifte einfach die ganze Zeit oder fahre per Topspeed. Ein bisschen anders, als wie der Kurs vorschlägt. Gut, wir haben 6 Medaillen vor uns. Oh, der hört sich gut an. Oh, der hört sich gut an. Jetzt schauen wir uns mal das Auto an. Gut, die Sonne geht gerade unter. Hat doch was, oder? Ein sehr dezenter, aber trotzdem aggressiver Ton. Das gefällt mir. Schauen wir mal im Shop.
So, ich tippe jetzt, gibt's hier Monster. Es wird vielleicht Falken. Falken ist auch ganz groß für das Auto. Red Bull darf natürlich auch nicht fehlen. Auch das sollte man einstellen können. Für welches Auto willst du ein Design suchen? Na, nicht für einen Ford Fiesta, wenn ich in einem Honda sitze, Leute. Gut, Carbonfieber darf natürlich auch nicht fehlen. Ältester am meisten runtergeladen. Bin ja mal gespannt. 1100 NSX, das sind die Rennversionen. Old Girl GT. Boah, weiß ich jetzt nicht. Ach so, Old Girl ist. Nee, Old Girl ist schon. Schauen wir nochmal hier drumrum. Bright HKS, Race Felgen haben wir natürlich nicht drauf. Finde ich ein bisschen komisch. Gefällt mir jetzt nicht so. Org NSX, NSX Dragon, Grady. Ja, wo sind. Warum nicht Mugen zum Beispiel? Ja, okay, wir haben keinen Turbolader drauf, aber sieht schon böse aus, ne? HKS darf nicht fehlen. Yokohama Monster, der obligatorische Monsteraufkleber, darf natürlich auch nicht fehlen. Marlboro NSX, das sind die Rennversionen. Das ist ein bisschen aus Tokyo Drift. Vom Hahn, das Auto. NSX J-Style Orange Honda. Schauen wir uns den noch an, aber ich glaube, das Ding lasse ich so, wie er ist. Das ist mir einfach zu viel des Guten. Obwohl das gar nicht mal so schlecht aussieht, aber. Ist auch ein bisschen zu. Das ist mir zu viel. Außerdem weiß ich nicht, was auf der Seite drauf steht. Am Ende steht da, Tom Thompson ist blöd und das will ich auch nicht. Also machen wir uns was Eigenes. Auto lackieren. Wir schauen einfach mal. Wir machen schöne Metallic-Farben. Weil ich finde mal so ganz schmutziges Silber. Wo ist denn das Silber? Matt weiß. Hätte natürlich auch was. Spezialfarben. Ja, ich weiß. Ich mache es mir sehr, sehr einfach. Wie immer, aber an mir ist halt, ich bin halt kein Leonardo da Vinci der Lackierszene. Nee, könnte ein bisschen heller sein. Grünstich geht mal gar nicht. Heller, sage ich. Nee, da passen die Felgen dann nicht dazu. Da gibt es ja auch einen Trick, wie man auch Chromfelgen lackieren kann, wenn euch sowas interessieren sollte. Ja, ist jetzt auch nicht so meins. Spezialfarben, matte Farben. Metallic-Farben. Der gefällt mir auch nicht. Ich lasse ihn einfach so, wie er ist. Haube. Könnten wir ja mal matt schwarz machen. Metallic, matt. Damit wir so ein bisschen Rennlook drauf bekommen. Obwohl, das muss eigentlich auch nicht sein, oder? Wenn wir mal gucken. Der gefällt mir auch nicht. Ich bin heute so extrem was. Okay, dann. Ja, Heckflügel geht auch nicht. Felgen gehen. Felgen gehen. Da schau her. Okay, da können wir ja so richtig Gold irgendwie was hinkriegen. Können wir ja so ein Goldes machen oder soll ich hier auch original lassen? Lassen wir heute echt mal alles. Nein, Scheibentönung machen wir rein. Das ist Pflicht. Machen wir Scheibentönung rein und den Rest lassen wir so, wie er ist. Oh, was ist los? Das erste Auto, was einfach serienmäßig bleibt. Also, bis auf die inneren Werte, sag ich mal. Lassen wir mal die Farbe. Irgendwie hat das auch was. Die goldenen Felgen dazu von Five Sicken sehen auch ganz gut aus. Und wie gesagt, der Martin hat sich ein Thema gewünscht. Er hat sich halt gefragt, ja, was beachten beim Auto verkaufen? Wir haben so viel jetzt drüber gesprochen, was musst du beachten, und wenn du ein Auto kaufst, aber wir haben gar nicht drüber gesprochen, was musst du beachten, wenn du wieder ein Auto loshaben willst? So, was haben wir denn hier? Fasstreffer, Höchstgeschwindigkeit, Blitzer. Da kann man mal hinfahren. Saubere Autotore, zerstören Sie Zäune. In Gladstone Drive. Ah, komm, wir machen also bitte was kaputt. Wahnsinn. Oh, das hört sich krank an, das Ding, oder? Ja, das Ansprechverhalten ist durch unsere Umbaumaßnahmen richtig böse geworden, wo vor allem die leichte Schwungscheibe dazu hilfreich ist, dafür hilfreich ist, die Kolben natürlich auch, Rennkolben, die eine ganze Ecke leichter sind. Das sind ja alles. Ihr müsst euch halt so vorstellen, wenn du ein Auto haben willst, was schnell anzieht, dann musst du die bewegten Massen gering halten. Das sind halt einfach, die Felgen müssen leicht sein. Alles, was sich bewegt im Motor, um den Motor rum, bei den Antriebswellen. Ein echt kranker Klang. Genau, und während wir jetzt hier auf dem Weg sind, ein paar Zäune kaputt zu machen, die nächtliche Randaliertour, fange ich einfach mit meinem Thema mal an. Auto verkaufen. Auto verkaufen ist beim besten Willen ein Thema, was genauso interessant ist wie ein Auto kaufen. Weil im Gegensatz zum Auto kaufen willst du natürlich nicht so wenig wie möglich für ein Auto bekommen, sondern so viel wie möglich.
Genau. Und eigentlich kannst du danach gehen, auf was achtest du, wenn du ein Auto kaufst? Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, sollte das Auto nicht komplett vermistet dastehen. Also komplett schmutzig. Also wenn du ein Auto, wenn du Fotos machst für Autoscout oder für Mobile oder wie die ganzen Sachen da auch heißen mögen. Ganz kurz konzentrieren hier. Hier soll es also Zäune geben. Gehen die? Ne, die gehen auf keinen Fall kaputt. Es geht gleich weiter, Leute. Ich muss bloß mal Zäune finden. Hier sind Zäune. 10 Stück haben sie gesagt, ne? Dann wir gucken mal, da hinten geht's weiter. Okay. Er wollte sowieso die Zäune mal neu streichen. Jetzt hat er einen Grund mehr dazu. Gut. Nächster Ort, wo wir hinfahren. Blitzer. Wir sollen 161... Mach mal. Jetzt aber ganz schnell abhauen. Wahnsinn. Also für Mittelmotorwagen ist... Ich kann es echt nicht glauben, dass ihr euch endlich mal den NSX gewünscht habt. Auch wenn ich ehrlich gesagt wieder enttäuscht bin, was die Tuning-Teile angeht. Aber zurück zum Thema. Genau. Eigentlich musst du danach gehen, wenn du auf Mobile oder Autoscout oder wo auch immer bitte schaust, die Zeitung würde ich einfach außen vor lassen. Die Zeitung ist ganz gut, um Schnäppchen zu machen, aber einfach die Reichweite einer örtlichen Zeitung ist viel zu gering. Ist viel zu gering. Und ich würde zum Beispiel dir auch raten, probiere möglichst dein Auto privat zu verkaufen. Einfach, weil ein Händler ja zahlt zwar manchmal gute Summen für ein Auto, aber er muss halt immer noch ein bisschen was ins Auto reinstecken, er muss halt nochmal eine Durchsicht machen und er will ja auch was verdienen an dem Auto. Das heißt, du wirst den sogenannten Händler-EK bekommen und der liegt teilweise sehr, sehr viel unter diese Differenz ist sehr groß zu dem, was das Auto wirklich wert ist. Was ist ein Auto wert? Da gibt es eine sogenannte Schwacke-Liste. Die kostet, glaube ich, was. Da musst du ein bisschen was eingeben. Kannst du bei Google mal Schwacke eingeben, Schwacke-Liste. Da musst du ein bisschen was machen. Du kannst aber auch alternativ einfach auf den Autobörsen schauen nach vergleichbaren Modellen. Also gibst halt mal dein Auto ein, die Kilometerleistung, das Baujahr, die ungefähre Ausstattung, was drin ist. Und dann schaust du mal, für was die Mitbewerber, nenne ich sie einfach mal, ihre Autos verkaufen. Ich lasse den 5. mal drin. Und dann geht es daran, gute Bilder machen. Gute Bilder sind wichtig. Stell dir einfach vor, du fotografierst nicht einfach dein Auto, was du loswerden willst, sondern du fotografierst... Wahnsinn. Du fotografierst ein Supermodel. Genau, demzufolge, schmeiß das Auto in Pose. Das Ding muss aussehen, als würdest du das Ding für einen Kalender fotografieren wollen. Also ordentlich gewaschen, Innenraum sauber, also ordentlich mal aussaugen alles, mal Staub wischen, die Scheiben sauber machen und lauter solche kleinen Dinge. Das macht nämlich auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck und steigert auch den Wert. Wenn der Lack, wie bei meinem zum Beispiel, ein bisschen verwittert ist, dann scheue es auch mal nicht, wirklich die Polierpaste in der Hand zu nehmen. Stell das Ding hin, als hättest du das Auto den ersten Tag und du willst es nicht verkaufen, sondern du willst, dass das Auto wirklich perfekt dasteht. Weil wenn ein Auto perfekt dasteht, allein von der Optik her, macht das Ding schon richtig was her. Und die meisten gehen einfach auch nur nach Bildern. Das ist nämlich das nächste, der erste Eindruck, wie beim Menschen, auch was da falsch ist, ne? Der erste Eindruck zählt aber. Wenn die Karre schon aussieht wie 3-mal übers Feld geschickt und 20-mal überschlagen und der Innenraum, da siehst du halt die ganzen Fußstapfen, werden wir langsam wieder aufs Gas gehen müssen. Das ist wie eine Geschwindigkeitszone. Nö, haben wir schon. Und den Fasstreffer holen wir uns auch noch mit. Haben wir auch hier. Regnet's Medaillen. So, was haben wir hier noch offen? Saubere Autotor. Höchstgeschwindigkeit. Das können wir auch. Das machen wir nebenbei. Seitenstreifer-Kombo. Um eine Seitenstreifer-Kombo durchzuführen, rasen Sie beim Driften in ein beliebiges Objekt. Ist mein Schild gewesen. Das Ding wollte ich haben. Ja, wie gesagt, die meisten gehen halt einfach, aber wir gucken uns aber erstmal an, wo wir halt eigentlich heute eigentlich hinfahren. Auch muss ich dann mein Postfach wieder mal abrufen. Was haben wir denn hier oben für einen Außenposten? Hier,
South Beaumont, da fahren wir mal hin. Machen wir einen Ausflug nach South Beaumont. Oder Beaumont. Man weiß es ja nicht. Es gibt eine Automarke Beaumont. Wusste ich gar nicht. Oder Beaumont. Ey, das war eine Seitenstreifer-Kombo. Großartige Zerstörung. Genau, wenn du dann Bilder machst, mach die Bilder auch nicht im Dunkeln in der Tiefgarage, sondern stell das Auto am besten auf einen völlig neutralen Ort, wo man nicht irgendwelche anderen Dinge, wo andere Dinge das Auge ablenken. Das heißt, oder vielleicht auf eine Wiese, auf einen schönen Feldweg oder sowas. Sowas macht auf jeden Fall was her. Damit einfach die Leute sehen, Mensch, das geht eigentlich mir auch so. Wenn ich sehe, derjenige, der setzt Bilder rein, die wirklich fast für den Kalender gedacht sind, dann weiß ich genau, der Typ hat auf das Auto aufgepasst. Und das macht schon mal einen richtig guten Eindruck, weil ich halt weiß, der steigt nicht ein und sagt, ist mir scheißegal, die Karre, und ich fahre mit meinen Alufelgen über Bordsteinkanten rüber und so Späße. Das macht auf jeden Fall einen richtig miesen Eindruck. Aber wenn ich sehe, der hat sein Auto wirklich gemocht, der hat es gepflegt. Und egal, wie ihr mit eurem Auto umgegangen seid, die Bilder sprechen für euch. Ne? Den interessiert das nicht, was ihr die letzten 20 Jahre mit dem Auto angestellt habt. Die Bilder sprechen dafür. Genau, dann hast du Bilder gemacht, die, wenn es geht, auch nicht verwackelt sind. Nimm ein Stativ mit, frag vielleicht in der Familie nach oder bei deinen Freunden, wer eine gute Kamera hat. Macht, wie gesagt, immer einen besseren Eindruck, als wie wenn du mit einem iPhone Bilder oder sowas machst. Soll natürlich bitte was hermachen. Und wer weiß, vielleicht bei den Bildern machen entsteht vielleicht doch nochmal so eine... Das war doch jetzt schön, oder? Seitenstreifer. Hä? Blödsinn. Rasen Sie. Naja, ist egal. Genau, wenn man Bilder macht, da entdeckt man vielleicht nochmal die Schönheit einer lang vergessenen Liebe. Das ist jetzt ganz poetisch, oder? Weil ihr habt euch ja auch früher irgendwie für dieses... Sag mal! Noch so ein Ding und es knallt hier, mein Freund. Ihr habt euch ja auch früher irgendwann in dieses Auto verguckt. Ich will mir jetzt ausweichen hier. Und vielleicht entdeckt ihr dann, wenn ihr wirklich wieder mal ein bisschen was mit eurem Auto gemacht habt, genau diese Liebe wieder. Man weiß es nicht. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Außenposten-Ding. P. Erstans. Speedstand, klärst du uns Blitzer. 267. Und mit einem Ascari. Danach würde ich sagen, wir machen das Photoshop-Ding. Und danach den Skill. Mit dem C63. Den hat man schon mal. Das ist schon mal gut. Mit dem Auto kenne ich mich aus. Wenigstens ist es diesmal kein aufgeblasener Beetle, sondern wirklich ein Auto. Das ist richtig gut. Hey, wenn Sie die von uns gesetzte Zeit am Blitzer unterbieten, winken Belohnungen. Belohnungen. Ich mag Belohnungen. Ey, hier läuft schon die Zeit. Was soll denn das? So, ab ins Cockpit. Der Ascari wurde sich, glaube ich, auch mal gewünscht. Da, wie immer, wenn ihr ein Auto sehen wollt, ab damit in die Kommentare. Scheut euch auch nicht, ein Auto zu nehmen, was vielleicht schon mal gewählt wurde. Weil, ja, da fahren wir den einfach normal. Ist er nochmal nicht normal. Aufgänger hier, hier hageln die Punkte und dann später, wenn ich Skill machen will, dann gibt's wieder mal gar nichts. ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer dafür, dass das Ding irgendwie überhaupt nicht aus dem Eimer kommt. Okay, jetzt geht's fast nur noch geradeaus. Und Gesetz des Falles, ich treffe nicht noch einen Passanten beim Einkaufen. Zieh. Okay, das Ding sollte man haben. Jawohl, 278. Sind diese Rennen etwa zu leicht für Sie? Hätten Sie noch schneller fahren können? Ja. 500 wollte ich fahren. Aber ging das Auto leider nicht. Demzufolge ist immer nur 276 gefahren. Reicht aber aus. Jetzt geht's hier wirklich Schlag auf Schlag. Genau, das nächste Ding. Du hast schöne Bilder gemacht. Sorge dafür, was auch einen richtig guten Eindruck macht. Pass auf, machen wir mal den Photoshop hier. Pass auf, dass du ein Auto verkaufen willst, was keinen Servicestau hat. Was ist ein Servicestau? Die meisten... So, wir brauchen ein tolles Foto von diesem Auto. Fahren Sie zur Fotolocation und schießen Sie eins mit schönem Hintergrund. Aber fahren Sie vorsichtig. Ich brauche keine Bilder von einem Wrack. Ja, heute bist du aber gesprächig, Olga. Gefällt mir? Endlich bist du wieder zurück. So, der Alpha ist auch ein wunderschönes Auto, finde ich. Ja, denkt man gar nicht, dass Alpha auch solche Sportwagen bauen kann. Aber das sind ja die Italiener. Gott sei Dank ist die Reifenabnutzung bei Schaden nicht drin. Thema Servicestau. Machen wir auch mal hier fünften Gang rein. Cruisen einmal bitte dahin, weil wir haben ein bisschen Zeit.
Viele gehen dazu über, dass wenn ein Auto in ein gewisses Alter kommt, lässt sich natürlich auch nicht vermeiden, dass früher oder später große Reparaturen kommen. Große Reparaturen sind zum Beispiel Bremsscheiben, Bremsbeläge, Scheiß auf Sicherheit, na, ich lasse die Bremsen nicht reparieren, Zahnriemen, sowas ist auch ganz wichtig, muss man machen, abhängig halt davon, was du für einen Motor hast, da muss man auf jeden Fall machen, wenn den Zahnriemen reißt, früher waren die Motoren ein bisschen rustikaler, da ist meistens nichts passiert, heutzutage würden dann die Kolben würden auf die Ventile klopfen und die würden gnadenlos alles krumm und schief hauen, demzufolge eigentlich hättest du dann wirtschaftlichen Totalschaden, weil so einen Motor komplett neu aufzubauen, da bist du mit einem sehr, sehr guten vierstelligen Betrag dabei, Austauschmotoren gehen ganz schnell mal auch in die fünfstelligen Bereiche rein, je nachdem was du für ein Auto hast, wie gesagt, je älter das Auto ist, umso einfacher ist es vielleicht noch an Teile zu kommen. Aber das kannst du vermeiden, indem du einfach dein Auto ein bisschen pflegst. Das heißt, Bremsflüssigkeit wechseln, regelmäßig, Ölwechsel sowieso. Wenn du ein Auto verkaufst, was knapp an die 100.000 rangeht, investiere vielleicht noch ein bisschen mehr. Gut, du bekommst einen Großteil des Geldes nicht zurück, aber die Chance, dass du dein Auto verkaufst, ist einfach deutlich höher. Weil ich zum Beispiel, ich würde mir jetzt ein Auto angucken und dann frage ich, also wie schaut's aus, Ölwechsel, wann ist denn letzte gemacht worden? Vor 2 Jahren. Naja, okay, Ölwechsel kostet vielleicht 100, 200, 300 Euro, vielleicht sogar 400, wenn du halt einen Motor hast mit viel, viel Hubraum, wo halt gleich mal 10 Liter Öl oder so reingehen. Passt mal auf hier, ne? Ich habe gerade frisch gewachst. Wenn ich dann noch frage, Zahnriemen hast du gemacht? Nee, ist auch noch offen. Und dann würde ich schon rumdrehen und gehen, weil ich als Käufer hätte keine Lust, in ein Auto erstmal, weiß ich, 5.000, 6.000 Euro noch reinzustecken an Wartungskosten, dass ich dann, bis ich das Auto überhaupt erstmal bewegen kann. Auch macht es einen guten Eindruck, wenn das Auto frisch TÜV bekommen hat. Das heißt, 2 Jahre TÜV ist immer gut. Hier dieses Gebäude hinter mir. So, und dann Fotomodus. Schauen wir doch mal. Die Ladezeiten. Das hat doch was, oder? Ein bisschen runter vielleicht. Ja, es sieht genauso aus wie das Bild vom... Oder wir machen mal so ein Bild vom Knackpopo. Irgendwas feiert in meinem linken Ohr. Dieses Knacken, habt ihr das auch gerade gehört? Warte mal, vielleicht doch ein bisschen mehr so. Okay. Warte mal, wir können ja mal Fokus auf das Gebäude da hinten machen. Dann dürfte das ja eigentlich billig scharf werden. Unscharf. Oder auch nicht. Vielleicht so, dass das Herz damit drauf ist vom Alpha. Machen wir mal Fokus aufs Herz. Deswegen heißt wirklich Herz. Wie beim BMW die Nieren sind, ist das halt das Herz des Alpha. Und, Fotoschießen. Guter Versuch, aber Der Hintergrund passt nicht. Nicht genug Landschaft auf dem Bild. Machen wir es halt... Fokus in die Landschaft, das Alpha-Zeichen mit drauf. So, wie gefällt's dir jetzt? Das geht doch. Ist es. Sie haben es. Fantastisch. Nicht genug Landschaft. Madame ist aber heute anspruchsvoll. Und genau, demzufolge mach auch frischen TÜV. Kostet 100 Euro mit Abgasuntersuchung. Und ein Käufer weiß auf jeden Fall, dass er mit dem Auto erst mal 2 Jahre Ruhe hat. Weil der TÜV gibt ja nicht ohne weiteres seinen Stempel. Das heißt, die Bremsen sind okay. Dann das Ding verliert kein Öl großartig. Auch wenn du sowas noch prüfen musst. Ne? Wenn du jetzt sagst, ach Mensch, wenn ein Auto TÜV hat, dann muss ich ja nicht gucken. Doch, sehr wohl. Gucke, was das Zeug hält. Skillstand, oder wollen wir drehen mal mit unserem Honda eine Runde, oder? Oder machen wir den Skillstand jetzt... Ach komm, wir machen den Skillstand. Wir probieren es einfach mal. Genau, du hast das Auto poliert. Vielleicht hast du lieber wieder neu entdeckt. Dann kannst du die nächsten Schritte eigentlich sparen. Du hast Reparaturen sind alle gemacht. TÜV ist frisch drauf. Die Presse wartet auf Sie. Und ich auch. Wir wollen sehen, was Sie drauf haben. Dann sagen Sie, ich sehen wollen, was ich drunter habe. Ist alles okay. So. Ich probiere jetzt einfach mal die Driftmethode im zweiten Gang. Ich fahre immer noch zu harmlos, oder? Kann das sein, Leute? Also entweder ich stelle mich total bescheuert an, oder ich habe euch nicht verstanden. Okay, da hinten ist eine Stadt, fahr mal dahin.
Ah, jetzt geht der Multiplikator aber ordentlich nach oben. Das sind viel zu wenig, oder? Das sind da gerade mal 2000 Punkte, die ich hier zusammenfahre gerade. Obwohl wir uns gar nicht mal so blöd anstellen aktuell. Okay. Hey, nicht aufgeben. Sie schaffen das. Ich weiß es. 1700 Punkte. Wir hätten das fast geschafft. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wir fahren gleich in die Stadt, Leute. Wir fahren da hoch und driften alles im zweiten Gang. Oh, das Auto. Ah. So, jetzt muss ich wieder konzentrieren, also nicht wundern, dass ich meine Klappe halte. Ein bisschen Herausforderung geschafft. Der Trick ist jetzt also wirklich nur, den Multiplikator nach oben zu schrauben, bis man geht nicht mehr. So. Komm, das war der Fasttreffer, mein Freund. Ich dachte, jetzt war es schon aus, aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Okay, jetzt kommen wir in den Bereich, wo sich das Ganze auf jeden Fall lohnt für uns. Achttausend Punkte! Wuhu! Das ist der Trick, okay. Ja, so seht ihr mich wenigstens auch mit dem Driften, ist ja auch nicht schlecht. So, ich glaube, wir haben es, Leute. 20.000 Punkte, wir haben es, jawohl. Wir können es doch. Verflucht nochmal, ich danke euch. So. Wow, Sie haben es wirklich geschafft. Jawohl. Die Leute lieben Sie und wir haben ein paar tolle Werbeaufnahmen. Geht doch, Mann. Ihr seid super, ihr seid super. Gut. Wir haben zwar nicht überall eine Stadt zur Verfügung. Ich denke mal, hier auf der Stadt war das schön, weil du einfach immer in jede Kurve wieder reindriften konntest. Aber das hat sich dann mal gelohnt hier. Schön. PR-Stand. Eins fertig. Komm, wir fahren mal noch zu einem Außenposten. Wir fahren mal noch zu einem Außenposten. Was haben wir denn hier noch offen? Den haben wir fertig. Fahren wir doch mal zu dem hier, oder? Finlay Dam. Dabei kann ich dann noch ein bisschen weiter erzählen. Das letzte Mal war ja ein Servicestau. Das war das letzte, wo ich stehen geblieben bin. Diese verschiedenen Klangkulissen von dem Auto ist echt genial. Gut, jetzt lass mal ganz kurz überlegen. Das nächste ist natürlich, die Bilder sollen halt auch ehrlich sein. Und der Text dann später auch. Da ist wieder mit dem Beetle unterwegs. Das heißt, schreib alles zusammen, was du zu dem Auto weißt. Schreib vielleicht auch ein bisschen was in der Annonce dann rein, wie du das Auto behandelt hast. Also zum Beispiel bei einem Turbomotor. Ich würde halt zum Beispiel reinschreiben, weil es halt auch stimmt. Ne? Man darf nicht lügen, weil spätestens die Leute dann später, die kriegen das schon mit, wie du wirklich mit dem Auto umgegangen bist. Weil jeder strahlt halt auch so eine gewisse Mentalität, sage ich einfach mal aus. Und das heißt, wenn du den Turbo gut behandelt hast, dann schreib halt ruhig rein, immer ordentlich warm und kalt gefahren. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck
Und wenn du wirklich so mit dem Auto umgegangen bist, dann schreib es auf jeden Fall rein. Das ist gut. TÜV hast du auch drauf gemacht, du hast Fotos gemacht und dann seh zu, dass du das Auto privat verkaufen kannst. Ich würde aber euch nicht raten, verkauft ein Auto nicht als Zwang. Ne? Also wartet nicht bis zum letzten Moment, wo ihr sagt, ah, jetzt wird es wirklich geldmäßig ein bisschen eng. Das Auto muss jetzt einfach raus, das ist Mist, weil ihr braucht dann ein gutes Argument zum Verhandeln dann später. Und wenn der Käufer merkt, ihr müsst das Auto verkaufen, dann habt ihr eigentlich schon verloren. Weil dann kann der euch gnadenlos in den Keller handeln, weil ihr wisst genauso im Hinterkopf, ah Mist, ich brauche das Geld eigentlich und so wenig wollte ich eigentlich nicht annehmen, aber ach scheiß drauf, Hauptsache er ist das bei weg. Ne? So dürft ihr nicht denken, demzufolge nehmt euch ruhig ein bisschen mehr Zeit für den Verkauf. Also verkauft, was ich ein halbes Jahr schon, bevor ihr euch vielleicht was Neues kaufen wollt. Und guckt einfach schon mal, zum Beispiel würde ich halt ein Cabrio im Frühjahr verkaufen. Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn du Beulen vielleicht drin hast, investiere halt auch nochmal, weiß ich, 80 Euro beim Beulendoktor und lass die Beule rausmachen. Macht halt auch einen guten Eindruck, weil jede Macke, so wie du ein Auto kaufen würdest, ne, da achtest du ja auch auf jeden Kratzer, auf jede Macke, auf jeden Steinschlag am Ende. Und genau, die eventuellen Käufer, die dürfen einfach keine Grundlage zum Verhandeln haben. Die müssen das Auto sehen und sagen, Bombe, genial. Die müssen die Probefahrt machen und dann denken, ja genial, das Ding fährt ja wie eine 1. Ist nicht zu weich, ist nicht zu hart, die ganzen Buchsen sind nicht ausgeschlagen. So optimal. Wenn dann noch heißt, ja Preis so und so und es ist im Vergleich zur Konkurrenz, kannst du mal selber schauen, die sind vielleicht 500 Euro günstiger, aber die haben vielleicht mehr Kilometer, haben eine schlechtere Ausstattung und so weiter und so fort. Da hast du auf jeden Fall ein gutes Argument zum Handeln. Bei Privatpersonen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich könnte das Auto großartig privat gar nicht verkaufen, weil ich brauche das Auto jeden Tag. Und demzufolge ist meiner einer schon fast gezwungen, das Ding bei einem Händler hinzustellen. Aber da werde ich trotzdem genau dasselbe machen. Einfach damit der Händler kein Argument hat, den Preis großartig zu drücken. Gut, ich weiß, der wird mir die Schwackeliste, was ich, minus 1000 oder so geben. Oder vielleicht auch gar nichts. Aber da sage ich mir, gut, ich brauche, wenn ich mein Auto verkaufe, ruckzuck das Neue dann gleich. Weil ich kann halt nicht, gut, ich könnte schon mit dem Fahrrad in der Arbeit fahren, aber dann spätestens beim Einkaufen dürfte ich Probleme kriegen. Wenn du dann Familie besuchen willst, Freundin besuchen willst, habe ich noch mehr Probleme, weil das sind doch ein paar Kilometer und ja, demzufolge bin ich leider auf ein Auto angewiesen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann mach auf jeden Fall, probier das Auto privat zu verkaufen, das kann ich euch noch raten. Und ihr könnt auch, ihr habt das Recht, ihr seid Verkäufer, ne? Wenn ihr sagt, gut, ich will das Auto nicht an jeden x-beliebigen verkaufen, was haben wir denn hier noch so offen? Speedstunt. Ja, wir machen mal zuerst den Photoshop. Finde ich ganz gechillt. Da sehen wir auch so ein bisschen Kulissen, schöne Autos, sehen wir auch. Den Eagle hat man ja auch schon mal. Auch ein wunderschönes Auto. Okay, fahren Sie zur Fotolocation und machen Sie ein tolles Bild vom Auto, ja, und der Szenerie. Und beschädigen Sie den Wagen unterwegs nicht. Wir fahren die Karre zu Klump. Ja, jetzt geht die Sonne unter. Bin ja mal gespannt. Zu wenig Landschaft auf dem Bild zu sehen. Aber wenn es dunkel ist, das wäre auch ein richtig geniales Bild. Vorsicht. Und ansonsten gibt es eigentlich fast nichts mehr zu beachten. Ne? Wow, KI hat ausgewichen. Schönes Ding, danke dir. Ansonsten ist es nämlich ordentlich gescherbelt. Wie gesagt, schau, dass das Auto gut dasteht, dass alles ordentlich sauber ist, dass die Technik tippo-toppo ist und zieh die Leute nicht über den Tisch. Das heißt, wenn das Auto eine Macke hat, wenn du zum Beispiel, was ich, spätestens beim Fahren wird es ein gewisser Kreis der Leute sowieso mitbekommen, dass mit dem Auto irgendwas nicht stimmt. Aber wenn du jetzt sagst, gut, die Karre ist einfach scheiße oder es ist ein Unfallauto, sei zu ehrlich, gib das an. Wenn das Auto wirklich mal die Wand geküsst hat oder ein anderes Auto geküsst hat, dann gebt das an, weil spätestens wenn du Kotflügel und sowas runternimmst oder wenn du wirklich einen Profi da dran hast, der erkennt das sofort, oh, das sieht schön aus. Probieren wir nochmal so. Ich weiß es nicht. So von der Seite, wisst ihr, im Hintergrund so die Brücke. Ihr habt recht, das ist Mist. Hier müssen wir nochmal, hier müssen wir uns bitte anders hinstellen. Nee, vorwärts. Ich
bisschen schräger. So ungefähr dachte ich mir das. Jetzt stehen wir, glaube ich, genauso da wie gerade eben schon. Wie gesagt, zieh die Leute nicht über den Tisch. Weil ein Profi sieht das auf jeden Fall, wenn mit dem Auto irgendwas nicht stimmt. Das sieht das schön aus hier. Will du Fokus da hinten in den Foto schießen? Bitte hey, warten. Tolles Foto. Sieht echt genial aus, oder? Wahnsinn. Auch wie wir so schön in die Kamera klotzen. Gut, ein bisschen eingefroren im Gesicht, aber da kann man auch nichts dafür. Gut, Skill-Stunt. Wir machen erstmal den Speed. Wir machen den Speed erstmal. Und den Skill zum Schluss, zum Ende. Ich sehe schon, wir haben dann zum Schluss nur die ganzen Skill-Sachen offen, weil ich zu blöde bin, das Zeug hinzubekommen. Aber mit dem richtigen Auto und der richtigen Location ist es machbar. Es war machbar. Wir hätten das sogar fast beim ersten Anlauf schon geschafft. Speed-Stunt. Auf geht's. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ich sage das nur einmal. Geben Sie Gas, um die vorgegebene Geschwindigkeit zu schlagen. Fahren Sie zum Blitzer. Zum Blitzer. Jawoll. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Kekse. Wie viel sollen wir erreichen? 288 km/h. Mit einem 599 soll der machbar sein. Ferrari. Bella Macchina. Ich fahr gerade ein bisschen wie auf rohen Eiern. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu 100. Da vorne ist nämlich schon der Blitzer. Das wird eng, das wird eng, das wird nix. Hören Sie zu, ich weiß, dass Sie... Was ist denn da los? Wir waren zu langsam. Ferrari war dir nicht richtig eingestellt. Müssen wir echt von Anfang an gleich Zunder geben, oder wie? Das sieht so genial aus. In oh, matt-schwarzes Auto, Leute. Da gibt es von Hamann einen Umbau. Das Ding sieht so dermaßen nach Bettmobil aus. Das ist echt böse. Gut, gehen wir gleich von Anfang an Zunder. Also das Zeug hält. Wir sitzen so tief, dass man den Kurveneingang schon gar nicht mehr sieht. Jetzt ziehe aber, mein Freund. Oh. Ziel erreicht, nicht mehr und nicht weniger. Gut. Skill-Stunt. Und dann hätten wir schon zwei Außenposten fertig. Sieht man bei einem Außenposten eigentlich? Gut, wir sehen anhand der Schnellreisekosten, wie viel Dinger da noch offen sind, stimmt. Lexus LFA ist eigentlich auch ein schönes Ding. 18.000 Punkte. Okay. Wir wissen, hier oben haben wir keine Stadt. Probieren wir es einfach mal. Durch Topspeed vielleicht, Leute, oder? 18.000 durch Topspeed? Also, dass wir dieselbe Strecke gerade fahren wie... Ich will sehen, was Sie können. Gut, wir probieren mal durch Topspeed. Schauen wir mal. Die Karren, die sind so tief. Ich probiere mal durch Topspeed das ganze Zeug. Ich bin mir nicht sicher, dass es überhaupt funktioniert. Weil seht ihr aktuell, wir haben eigentlich noch gar keine Punkte großartig. Und jetzt drehe ich mich auch noch. Ich habe fast das Gefühl, man braucht für jeden Außenposten eine eigene Taktik. Wie der Heckflügel rausfährt, wirklich schön. 420 Punkte immerhin schon. Ja, perfekt. Viel mehr brauche ich ja nicht. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier bitte auf Speed kommen. Dass dann vielleicht kommt großartige Geschwindigkeit oder sowas. Weil anders kann ich mir das sonst nicht vorstellen, wie wir das Ganze hinbekommen sollen. Nein! Also ja, zumindest... Na. Ich weiß nicht, ist das machbar, Leute? Auf dem Weg. Wir machen nochmal neu starten. Ich probiere es nochmal. Wäre das machbar gewesen? Wir waren bei 3000 Punkte mit einem Multiplikator von 3. 3 mal 3 sind 9. Das wäre Halbzeit ungefähr. Und wir fahren mal in die Richtung. Mal gucken, was da passiert.
Weil dieses sinnlose Hin- und Her getrifft, das bringt doch keine Punkte großartig hier. Hier, seht ihr ja. Weil du den Multiplikator nicht oben halten kannst. Na. Ui, hat gezählt? Jawohl, schön, okay. Gott, oh Gott, ey, ich drifte mit 50 km/h fast auf der Stelle. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich stelle mich aber auch hier an wie der erste Mensch. Mir fehlt eine Stadt, davon haben wir eine Stadt. Das ist Red Rock, oder? Ich würde ja brüllen, wir schaffen das jetzt hier noch zum Schluss. Hier muss er einfach alles mitnehmen, was man kriegen kann. Wie viel haben wir denn? 7000 Pünktchen, das ist, kannst du vergessen. Das Einzige, was mir einfällt, dass wir wirklich mit viel Speed mal hierher fahren. Naja. Ich sage Ihnen, Ihre Fans wollen unbedingt, dass Sie gewinnen. Also gehen Sie wieder raus. Meine Fans wollen vielleicht auch, dass wir uns erstmal um die letzten zwei Medaillen kümmern. Weil, ja, ich weiß es nicht. Ich brauche, wie es aussieht, brauche ich echt für jeden Außenposten einen Tipp. So blöd sich es auch anhört. Außer bei Mercedes, da bin ich sogar selber mal drauf gekommen. So, was ist denn jetzt hier noch offen? Höchstgeschwindigkeit. Fahren wir zur sauberen Autotor. Und dann hätten wir das Ganze schon. Vielleicht kann ich ja in dieser Folge sogar zwei Fragen mit einmal beantworten. Weil, die dritte Frage ist ein bisschen ausführlicher und ich glaube, da würde ich mich jetzt in den letzten Minuten auch verplappern, weil der Hannes hat mich gefragt auf Skype, ja, wie meine Einstellung zu Mopeds ist. Also fahre ich selber Moped, also Motorrad, also kein Roller oder sowas, sondern wirklich Motorrad. Was ich davon halte, wie ich Mopeds allgemein finde, ob ich es begrüßen würde, wenn zum Beispiel im Forza 5 Mopeds drin wären. Ja klar, logisch, her damit, sofort, nehme ich gerne an. Das fand ich damals bei der Test Drive Unlimited so richtig genial, dass du auch mit Mopeds fahren konntest. Gut, die Steuerung, müssen wir nicht drüber reden, die war weit weg davon, wie ich mir eine Steuerung vorstelle. Aber allein, dass es die Option gab, fand ich genial. Mit verschiedenen Lederkombis und hast du nicht gesehen, da gab es richtig viel Zeug. Und, also ich selber, ich fahre kein Motorrad. Warum fahre ich kein Motorrad? Ich habe damals einmal nur den Führerschein fürs Auto gemacht. Und auch bin ich im Kopf, glaube ich, so, ja, ich bin da nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, würde ich Moped fahren, weiß ich nicht, wie lange ich Moped fahren würde. Sagen wir es mal ganz harmlos so. Weil, wenn ich doch mal ein bisschen schneller fahre, dann habe ich lieber ein bisschen Auto um mich drum herings. Weil so ein Moped, du hast keine Knautschzone. Und lass mal, du musst ja nicht mal selber dran schuld sein, das ist ja das Schlimme. Habe ich auch bei einem Arbeitskollegen gesehen, du kannst noch so vorsichtig fahren, du kannst noch so sehr aufpassen. Wenn die Autofahrer dich einfach übersehen und dich über den Haufen karren, dann bist du am Ende Matsch. Und der Autofahrer hat nicht mal einen Kratzer, ne? Und da habe ich irgendwie, da habe ich zu viel Respekt davor, auch vor den ganzen Maschinen, ich weiß es nicht. Und dann halt auch, ich glaube, Deutschland ist auch nicht wirklich so das reinste Motorradland, weil, mal ehrlich, wie viele schöne Tage haben wir im Jahr? Ne? Das kannst du an der Hand abzählen. Und dann, wenn es zu warm ist, gut, so eine richtige Kombi, die ist zwar atmungsaktiv, trotzdem schwitzt du wie ein Schwein. Du kannst nicht überall einfach mal essen gehen mit deiner Lederkombi, weil dann hockst du halt mit deinen Lederhosen da. Weil Sicherheitskleidung ist auf jeden Fall Pflicht. Ohne würde ich mich überhaupt nicht aufs Moped setzen. Also Leute, die mit kurzen Hosen und T-Shirt fahren, musst dir mal vorstellen, also für die Leute, die das machen, du fährst Moped mit kurzen Hosen und T-Shirt. Gut, dann rutschst du auf irgendwas aus oder du musst mal schnell ausweichen, dich haut's hin.
So, was glaubst du wohl, reibt auf dem Asphalt, um dich langsamer zu machen? Ne? Das ist keine Lederkombi, das sind keine Protektoren, das ist eine blanke Haut. Und es ist so, als würdest du deinen Arm über so ein Reibeisen ziehen. So, ratsch, 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 ratsch. Genau, das machst du ein bisschen. Und dann, ja, wie angenehm ist das Gefühl? Ich glaube mal, das ist überhaupt nicht angenehm. Weil dann irgendwann ist der Haut zu Ende, dann gehen wir ins Fleisch rein. Und wenn das Fleisch zu Ende ist, dann sind wir auf Knochen unten. Und das nur, damit man cool an der Eisdiele stehen kann und sagen kann, bin mit dem Moped hier, aber mit kurzen Hosen und T-Shirt. Ne, das wäre mir nix. Aber machen wir gleich mal die Höchstgeschwindigkeit auch noch mit. Den wird man, glaube ich, nicht kriegen. Was ist denn das? Ein Königseck oder sowas, oder? So langsam konzentrieren wir uns aber mal. Wir haben nämlich gleich die letzte Medaille vor uns. Ja, das ist ein Königseck gewesen. Oder ein Askari? Nee, Königseck. CCR oder... Dieses Auto gehört einfach auf die Rennstrecke. So, jetzt schauen wir mal, in welche Richtung wir überhaupt fahren müssen. Ja, war ja so klar. Dieser Klang! Und schon ist es gescheitert. Okay, das muss ich also doch von außen wieder fahren, weil der Hubel ist sowas von prügeltief. Dann fahren wir auf jeden Fall auch nochmal auf der Autobahn. Wir wollen mal wissen, was das Ding komplett hergibt. Würde ich irgendwann mal einen Führerschein machen für Moped? Ja, irgendwann schon, weil so Cruisen oder so, das hat schon was. Weil du bist halt wirklich frei. Um dich rum ist nichts, du hast einen Wind in der Nase. Und da gibt's, glaube ich, nichts Schöneres mit. Aber da muss ich halt noch ein bisschen reifer im Kopf werden und dann klappt das auch schon. 44 Sekunden für 1 Kilometer sollte machbar sein. Falsch abgebogen. Okay. So, ich park mal ganz kurz, mir läuft nämlich die Nase. Ich muss mal ganz kurz Nase putzen. Gut, bin gleich wieder da. Nicht weglaufen, Leute. Ja, genau. Ich finde, das gehört sich so, ne, dass ich da kurz das Mikro mal ausmache, in Ruhe Nase putze und dann weitermache. Weil so rumschnattern, ne, ist nicht meins. Jetzt fahren wir erstmal zu den Außenposten wieder zurück. Wir waren ja fast da, da hat nicht mehr allzu viel gefehlt. Hochlandung, hier, guckt euch das an. Tot. Nee, und auch wenn man halt abends unterwegs ist, ich weiß es nicht. Da finde ich es halt besser, in einem Auto unterwegs zu sein, als in einem Moped. Oder dann regnet es und du wirst klitschnass. Gut, mit den richtigen Klamotten wirst du nicht nass. Aber das ist halt nichts für mich, ich weiß es nicht. Und so, wenn man nicht darauf angewiesen ist und wirklich sagen kann, gut, wir machen mal eine kleine Tour, dann kann man das schon mal machen, aber... Man könnte fast denken, da arbeitet wirklich ein Triebwerk drunter. Oh, ich dachte, der fährt mir schon wieder in die Kache. Kommt mir einer entgegen. Und wieder zurück. Gut, jetzt fahre ich mal langsamer. Es sind aber so 1,2 Kilometer, das muss da machbar sein in einer Minute. Geh von dem Zaun weg. Du bist doch keine Muku. Du musst nicht aufs Feld. Guck dir mal an, wie. Was das für eine Kreuzung ist. Hier ist ja immer was los. Das nächste fahre ich da rückwärts ran. Okay, auf dem Radar sehe ich zumindest keine KI-Kollegen fahren. Das ist schon mal gut. Vorsichtig. Der ist vielleicht auch ein bisschen zu tief. Bitte sehr zu tief. Ganz vorsichtig. Vorsicht. Nichts ist passiert. Aber ganz langsam darf ich halt auch nicht fahren. Dann kommen wir zwar an, aber wir sind zu langsam unterm Strich. Der Igel, den haben wir vorhin erst zu Besuch. So, hier biegen wir jetzt links ab, das dürfen wir nicht vergessen. 30 Sekunden für 800 Meter. Hier vorne nochmal links weg und dann haben wir es doch schon fast.
Ah, wir fahren aufs Festivalgelände, auch nicht schlecht. Wie ich mich überhaupt nicht auskenne hier auf dieser Karte, das ist echt schon... Wir haben es geschafft. Alle Medaillen. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren mal Richtung Autobahn, wenn wir schon mal hier sind. Das wäre dann diese Auffahrt und dann heizen wir mal bis hinten durch. Und dabei kann ich noch ein bisschen über Mopeds reden. Ich meine, wenn ich sehe bei den ganzen Moped-Kram, also wenn ich Auto fahre und hinter mir kommt ein Moped-Fahrer, fahre ich immer, immer rechts rüber, damit die Jungs einfach nicht in Gegenverkehr müssen, weil die überholen sowieso, ne? Gut, kleinere Mopeds, die können mich mal, auf gut Deutsch gesagt, weil die lasse ich auch nicht, was heißt, die lasse ich nicht vorbei. Da ist mein Auto schneller als die, sagen wir es mal so. Also die großen, die Rennmaschinen, die 600er, die 1000er, die Hayabusa, so wie sie nicht alle heißen, also da, ja. Dann mache ich lieber Platz, bevor sie im Gegenverkehr fahren oder irgendwas irgendwie riskieren, fahre ich lieber ein Stück rüber, das reicht meistens aus, dass er halt, wenn der andere im Gegenverkehr genau dasselbe gemacht, dann kann da locker ein Auto, sage ich schon, ein Moped durchfahren, ohne dass da irgendwas großartig passiert. Ne? Ansonsten, mir gehen die lauten Tröten ein bisschen auf den Trichter. Gerade wenn du im Sommer, du hast die Scheiben unten, du genießt die frische Luft, fährst übers Land und einmal so, stirbt da irgendwas an dir vorbei und du wirst so taub, aber ja. Laute Auspuffdinger retten halt Leben, ne? Auf jeden Fall werden sie gehört. Aber ansonsten, ich habe nichts gegen Mopedfahrer. Ich kann bloß dem ganzen Kram. Es ist für mich einfach zu unpraktisch. Es ist zu unpraktisch, weil du kannst mit den Dingern nicht einkaufen fahren, außer du hast eine BMW mit. Was ich mit hier so Dingern, wie heißt das Ding? So kleinen Köfferchen, Seitenköfferchen. Dann kannst du vielleicht ein bisschen was mehr mitnehmen. Da kannst du auch nicht ein Trägerbier einfach mal mitnehmen, ne? Oder ja, ein bisschen Wasser oder so, sonst was. Und dann, wie gesagt, im Winter kannst du nicht fahren, da ist es zu kalt. Im Sommer kannst du zwar fahren, aber da schwitzt du wie ein Horst. Und unterm Strich ist ein Auto einfach praktischer. Finde ich zumindest. Ich denke mal, oder ich weiß, dass einige von meinen Zuschauern selber Moped fahren. Da könnt mal ja deine Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir da auch so eine kleine Diskussion mal. Wäre nicht schlecht. Ah, hier ist wieder unser Soundcheck. Ruhe, ist mein Soundcheck. So, jetzt machen wir das mit die Kamera noch mit aus. Die Kamera, die Karte. Wir fahren hier hin, wir fahren dahin, wir machen aus. Und jetzt mal psch. Wirklich ein sehr interessantes Drehzahlband. Honda-Fans, mal eine Frage. Das ist schon der VTEC, oder? Das ist der VTEC, der hier drunter arbeitet. Der für den krassen Klang zuständig ist hier. Gut, geschwindigkeitsrauch, ab in da, auf der Autobahn hier. Ich glaube, anstatt ein Moped würde ich mir lieber so ein Auto in die Garage stellen. Der Klang ist doch böse. Es ist da einfach nur... Schulterblick vergessen, Entschuldigung. Gut, Ziel sind 300 km/h. Die sollte er eigentlich bringen. Wirklich wunderschönes Auto. Wir sind fast bei 300. Das Ding liegt einfach bombastisch. Anders kann man das nicht sagen. 305. Die linke Spur gehört uns. 320. Fast Tachoanschlag. Windgeräusche sind okay. Fahrgefühl ist okay. Ich fühle mich vollkommen sicher in dem Auto. Wir gehen gar keine Gefahr ein. 337. Die Frisur hält. Der Mittelmotor verrichtet treu und brav seine Arbeit. 340 knapp. Komm schon, 340. Du schaffst es, 340. Okay, ihr seht da halt. Da fehlt vielleicht doch ein bisschen Leistung, aber 340 reicht auch vollkommen aus. Um den Nissan Leaf mal kräftig anzuschieben. So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt langsam hier. Wir fahren ein Foto machen. Nö, du kommst nicht rüber. Nö. Warum können die eigentlich blinken? Und wir nicht. Wahnsinn. Das Auto ist einfach nur Wahnsinn. Also, Hannes, ich hoffe, ich habe die Frage von dir mit Mopeds ein bisschen beantwortet.
Martin, ich hoffe auch, dass ich deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet habe. Wenn nicht, dann scheut euch nicht, schreibt mich ruhig nochmal an. Kein Problem, gehe ich beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer drauf ein. Beim nächsten Mal, das kann ich auch mal sagen, werde ich eine Frage vom Thorsten beantworten. Was das Thema sein wird, verrate ich aber an dieser Stelle noch nicht. Aber ich möchte wissen, oder ich möchte nur, dass der Thorsten weiß, dass ich A, die Frage bekommen habe und dass ich sie mir auf meinen schlauen Themenzettel geschrieben habe. Wenn euch irgendwas interessieren sollte, ne, dann immer her mit euren Fragen, ist gar kein Problem. Wenn da mal nichts mehr kommt, dann mache ich mir auch, ich meine, ich mache mir selber sowieso Gedanken. Ich habe noch ein bisschen was auf Halde liegen, so ist es nicht, aber natürlich, Abonnenten gehen bei mir vor. Demzufolge sind eure Wünsche, haben einfach erstmal Vorrang. So, jetzt schauen wir, dass wir hier oben eine schöne Kulisse noch finden. Fahren wir vielleicht zu einem zu einem Blitzer hier oben. Die Viper ist auch wunderschön. Oder einfach so, oh, das ist doch schön. Dieses Brummen, was ist denn das? Wie gesagt, ich kenne mich mit Honda jetzt nicht so aus, aber was ist dieses Brummen, was da kommt? Warte mal, ich zeig's euch nochmal. Hört mal ganz genau hin. Jetzt, so zwischen, ab 7000. Hört ihr das? Was ist denn das? Das ist, ist das nur das Ansauggeräusch oder ist da bitte was mehr? So, hier ist jetzt unsere Kulisse, weil das auch noch gerade Sonnenuntergang ist. Was gibt es Schöneres? Oder? Hä? Oh, ist es nicht schön? Oh, ist das nicht romantisch? Da fließt mir fast eine Träne runter. Nee, ist keine Träne, ist Motoröl, was runterfließt. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer für euren Support, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Däumchen drücken. Außenposten wie immer, ja, gebt mir Tipps. Eins haben wir geschafft, dank euren Tipps. Die anderen, was mache ich denn bei Außenposten, wo ich keine Stadt in der Nähe habe? Wie komme ich noch zu den Punkten, gerade mit dem Lexus? Immer noch hin und her mit 60 km/h, da kommen wir ja auch nicht zu Punkten. Da fehlt einfach, da geht der Multiplikator nicht extrem hoch. Also da bin ich echt gespannt, was ihr mir nachraten könnt. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Ich muss mal schauen, wann. Samstag spätestens, ansonsten Donnerstag. Wenn es wieder heißt Forza Horizon, vergesst euer Wunschauto nicht in die Kommentare zu packen. Das Auto mit dem meisten Daumen nach oben. Ihr seht auch, ein Auto, was ich, glaube ich, gefühlt 40 Mal gewünscht wurde, kann gewinnen. Also traut euch ruhig, packt euer Auto rein. Wenn ihr das Auto eurer Wahl schon seht, gebt den Kommentar einfach einen Daumen nach oben. Ich mache jetzt mal Licht an, damit es nicht ganz so gruselig jetzt wird und die Kojoten dann kommen. Ja, am Auspuff nagen und schnüffeln, das will ich nämlich nicht, weil wenn ich nämlich dann Gas gebe, dann sind sie nämlich platt und das will ich auch nicht. Gut, aber jetzt, ich klinge mich aus, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Forza Horizon. Euer kleiner Samurai hier. Und was ist das bei 7000? Das möchte ich echt mal wissen. Also Honda-Fans, haut mal in die Tasten, das interessiert mich mal echt. Gut, bis zum nächsten Mal, also jetzt bin ich weg. Ich glaube, ich drehe noch eine kleine Runde hier, so ganz gechillt. Nee, Quatsch, ich bleib hier stehen. Wie gesagt, kein Kilometer ohne euch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt aber, klick, die Sonne ist auch weg. Wenn die Sonne weg ist, bin ich auch weg. Und tschüss.